CD-Reading. Also gar kein CD drin. Auf der Welle der Stimme Russlands führen Sie nun die Rubrik Persönlichkeiten der russischen Geschichte. Nein, ist das mal. Fjodor Tutschew war einer der größten russischen Dichter. Er entstammte einer reicheren Adelsfamilie. Tutschew studierte in Moskau bereits in seiner Jugend, erhielt er eine gute humanitäre und anderem literarische Ausbildung. 1822 erhielt Tutschew eine Stelle im Außenministerium in St. Petersburg, war dann längere Zeit bei der russischen Gesandtschaft in München und seit 1838 in Turin tätig. 1839 wurde er wegen eines Dienstvergehens abgesetzt, wohnte aber weiter im Ausland. 1844 kehrte Tutschew nach Russland zurück und wurde der Person des Reichskanzlers attachiert und enthielt 1857 das Präsidium des Komitees für auswärtige Zensur in Petersburg übertragen. Diese Position hatte er bis zu seinem Tode inne. Als oberster Zensor verbot er unter anderem die Verbreitung des Manifestes der Kommunistischen Partei in russischer Sprache. Im Zeitraum von 1834 bis 1850 schrieb er politische Artikel wie etwa Russland und Deutschland, Russland und Revolution und der Papst und die römische Frage. Und bezeichnete das zukünftige Russland als panslawistisches Reich. Er schrieb über die Notwendigkeit einer osteuropäischen Union unter Russland und glaubte, dass die Konfrontation zwischen Russland und Revolution für das Schicksal der Menschheit bestimmt sein würde. Tutschews Zeitgenossen beschrieben ihn als intelligenten und geistreichen Menschen, der ein perfekter Gesprächspartner war. Seine Gedichte, die gesammelt in Petersburg 1868 erschienen, zeichnen sich durch Gedankentiefe, Wärme des Gefühls und Formvollendung aus. Viele seiner Werke wurden in die deutsche Sprache übersetzt. Tutschew hat sich auch als Übersetzer deutscher Dichter wie Heinrich Heine, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und anderer verdient gemacht. Bekannt geworden ist Tutschew durch die folgenden Zeilen, die den Nationalcharakter des russischen Volkes sehr gut beschreiben. Verstehen kann man Russland nicht. Und auch nicht messen mit Verstand. Es hat sein eigenes Gesicht. Nur glauben kann man an das Land. Soweit die Rubrik Persönlichkeiten der russischen Geschichte. Der Sender Stimme Russlands setzt sein Programm mit einer kleinen Annonce fort. Am Mikrofon ist Natascha Petrova. Was? Die hat aber eine hohe Stimme, eine tiefe Stimme, die Natascha. Hallo, mein Name ist Natascha. Wieder geht ein Jahr, schon das 12. Jahr des 21. Jahrhunderts, das Jahr 2012, zu Ende. Für manche war es bestimmt ein glückliches Jahr, für andere ein Jahr der Enttäuschungen. Es war außerdem ein wichtiges Jahr im Leben unserer beiden Länder, das Kreuzjahr Russland-Deutschland. Deswegen möchte ich mich wieder mit unserer traditionellen Frage an Sie wenden. Was für ein Jahr war das Jahr 2012 Ihrer Meinung nach? War es gut oder schlecht für Sie, für unsere Länder, Russland und Deutschland, sowie für die Welt? Gingen Ihre Hoffnungen und Erwartungen in Erfüllung? Schreiben Sie uns bitte auch, was Sie vom neuen Jahr 2013 erwarten. Wir würden uns freuen, aus Ihren Briefen in unseren Sendungen zitieren zu können.
Hörern und Hörer, die erste Stunde unseres Programms ist damit zu Ende. In der nächsten Sendestunde, und zwar von 11 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit, können Sie uns auf den folgenden Frequenzen empfangen. 9625 kHz im digitalen Radioformat. Und dann folgen die üblichen Frequenzen. 1431, 1323, 693, 630 kHz und 558 kHz. Aber nicht. Da möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Frequenz 558 kHz nur bis zum 31. Dezember 2012 gilt. Sie können uns auch im Internet hören unter www.rovr.ro. Oben links German anklicken. Wir hoffen, dass Sie uns gut empfangen können. Auf Wiederhören. Geiler Beat. Naja, fast. 11 Uhr. Was soll ich jetzt 4 Stunden machen, ey? Was soll ich 4 Stunden machen? Hier ist die Stimme Russlands. Sie hören Nachrichten. Am Mikrofon begrüßt Sie Vera Kranz mit Nachrichten. Zunächst die wichtigsten Themen. Russischer Ex-Verteidigungsminister Serdjukow verweigert Aussage im Ermittlungskomitee. Russland begrüßt Annahme neuer Verfassung in Ägypten. Moskau lädt Leiter von syrischen Oppositionellen an Khatib zu Verhandlungen ein. Das waren die wichtigsten Themen, nun diese und weitere Meldungen im Einzelnen. Der frühere Verteidigungsminister Russlands, Anatoli Serdjukow, hat heute Aussage im russischen Ermittlungskomitee verweigert. Seine Entscheidung führte eher auf Abwesenheit seines kranken Anwaltes zurück. Wie der offizielle Sprecher des russischen Ermittlungskomitees, Wladimir Machkin, mitteilte, hatte die Behörde schwerwiegende Gründe, den Ex-Minister zum Verhör vorzuladen. Das Ermittlungskomitee leitete insgesamt 8 Untersuchungen wegen Machenschaften mit Immobilienobjekten des Unternehmens Oberon Service ein, das im Besitz vom russischen Verteidigungsministerium ist. Der entstandene Schaden wird auf 4 Milliarden Rubel, umgerechnet rund 100 Millionen Euro, geschätzt. Mehrere Personen wurden verhaftet oder befinden sich unter Hausarrest. Russland begrüßt die Annahme einer neuen Verfassung in Ägypten und hofft, dass das Land seine demokratische Entwicklung fortsetzt. Dies erklärte heute der russische Außenminister Sergei Lavrov auf einer Pressekonferenz nach den Verhandlungen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Mohammed Kamel Amr. Lavrov erwartet, dass Ägypten wichtige soziale und wirtschaftliche Reformen im Interesse von allen Volksschichten erfahren wird. Dies sei wichtig, damit die Länder ihre Güteranbieter ausbauen können, betonte Lavrov. Seinen Worten nach garantiere die ägyptische Regierung den Touristen aus Russland Sicherheit und angenehmen Aufenthalt. Moskau hat den Chef der Nationalen Koalition der syrischen Oppositionskräfte Ahmed Fuad al-Khatib zu Verhandlungen eingeladen. Dies teilte der stellvertretende Außenminister und der Nahostbeauftragte des russischen Präsidenten Michail Bogdanov mit. Dabei schloss er nicht aus, dass bereits im Januar ein weiteres Treffen von russischen und US-amerikanischen Diplomaten sowie den Syrien-Sondergesandten der UNO und der Arabischen Liga nach Darbahini veranstaltet werden kann. Die ersten Gespräche in diesem Format fanden am 10. Dezember in Genf statt. Die Teilnehmer der Verhandlungen einigten sich damals darüber, dass eine weitere Eskalierung des bewaffneten Konfliktes in Syrien verhindert werden soll. Mahmoud Abbas hat gedroht, die palästinensische Autonomiebehörde aufzulösen, wenn die diplomatischen Anstrengungen fruchtlos bleiben und wenn Israel seine Siedlungen im Westjordanland weiter errichten wird. Im Interview für die Zeitung Haaretz sagte der palästinensische Anführer, er hoffe Fortschritte bei der Lösung der Siedlungsfrage nach den Parlamentswahlen in Israel erblicken. Ansonsten wirft er die Leitung über Palästina an den Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu übergeben.
Ein Gericht in Moskau hat heute den früheren Leiter der U-Haftanstalt Butyrka, Dmitri Kratov, freigesprochen. Dem Mann wurde Fahrlässigkeit vorgeworfen, die zum Tod des Hermitage Capital-Juristen Sergej Magnitsky im November 2009 führen konnte. Mit seinem Urteil unterstützte das Gericht die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, die keinen Straftatbestand feststellen konnte. Früher wurde auch gegen die Ärztin der Anstalt, Larisa Litvinova, ermittelt. Der Prozess gegen sie wurde wegen Verjährung ausgesetzt. Der russische Präsidialrat für Menschenrechte hat dem Staatschef Wladimir Putin seine Kommentare zu dem sogenannten Anti-Magnitsky-Gesetz präsentiert. Das Dokument entspreche der Verfassung nicht, auch sein Verabschiedungsverfahren sei verfassungswidrig, sagte der Vorsitzende des Rates Michail Fedotow gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax. Das Gremium geht davon aus, dass der Präsident zunächst einen Erlass über die Verbesserung der Lage von Waisenkindern unterzeichnen soll. Am Donnerstag erklärte sich Putin bereit, das Anti-Magnitsky-Gesetz zu billigen. Das Papier, das unter anderem Adoptionen von russischen Kindern durch US-Amerikaner verbietet, kann somit am 1. Januar 2013 in Kraft treten. Die japanischen Rettungskräfte haben am Freitagmorgen begonnen, den havarierenden russischen Trawler Alanet in den Hafen Hakodate abzuschleppen. Sie sollen am Morgen, den 30. Dezember, im Hafen eintreffen. Der Trawler havarierte am Donnerstag nahe der japanischen Insel Hokkaido. Sein Hauptmotor versagte, die Alanet konnte nicht weiterfahren und wurde von einem Sturm ergriffen. Die Crew des Schiffes zählt 24 Menschen. Die Staatsanwaltschaft Ägyptens hat eine Ermittlung gegen Leiter der Opposition eingeleitet. Sie werden Staatsverrats und Vorbereitung eines Staatsstreiches verdächtigt. Die Vorsitzenden der Liberalen Partei organisierten im November die regierungsfeindliche Koalition Nationale Rettungsfront. Soweit die Nachrichten mit Vera Grant. Und nun in unserem Programm das aktuelle Thema. Im Jahr 2013 können sich die beiden führenden Länder der Europäischen Union, Deutschland und Frankreich, mit einer Zuspitzung der zwischennationalen und interkonfessionellen Probleme konfrontiert sehen. Mit dem Heranrücken der Bundestagswahlen im kommenden Herbst wird die Spannung in der deutschen Politik insgesamt und zur Migrationsproblematik im Besonderen stetig zunehmen. Was Frankreich betrifft, so hat die nationale Regierung bereits entschieden, das Programm zur finanziellen Unterstützung der Einwanderer einzustellen. Als erste fielen die Sinti und Roma, hauptsächlich Einwanderer aus Rumänien, unter diese Streichung. Doch die Europäische Union besteht auf einer finanziellen Unterstützung der Roma und Sinti. Allerdings nötigt die Finanzkrise wesentliche Veränderungen in diese Politik einzubringen. Das Thema setzte unser Kommentator Piotr Iskenderov fort. Bei einer Zusammenkunft mit Jungaktivisten der CDU in Potsdam erklärte Angela Merkel, die Versuche, eine multikulturelle Gesellschaft in Deutschland aufzubauen, seien völlig gescheitert. In Großbritannien offenbarte sich die Krise in der zwischennationalen und interkonfessionellen Sphäre bei den Massenunruhen in London im August 2011 mehr als deutlich. Sie brachen im Stadtbezirk Tottenham aus, der bekannt ist für die große Anzahl der dort wohnenden Vertreter nationaler Minderheiten. Im Versuch, neue Exzesse zu verhindern, denken die Führungen der EU-Mitgliedsländer erst über die Ausarbeitung neuer Herangehensweisen nach, die fähig sind, die Prinzipien der Demokratie und der Multikulti-Politik miteinander zu vereinen. Bis zu welchem Maße müssen die Rechte und Interessen der Einwanderer geachtet werden und wo endet die Demokratie und wo beginnt das Diktat der Minderheiten? Die französischen Behörden versuchten es mit einem